Wir drücken natürlich der deutschen Mannschaft alle die Daumen. Aber was muss passieren, damit das Spiel heute Abend gegen Spanien, gegen die Furia Roja, kein Debakel wird? Furia Roja. Dass die Furia Roja zu schlagen bedeutet, eine komplette super Mannschaftsleistung. Das, was sie abgeliefert haben gegen Japan, das geht nicht mehr. Wenn sie diese Form haben wie gegen Japan, fahren wir nach Hause. Da gibt es richtig viel Tore. Aber ich glaube, wie er schon gesagt hat, dass der Block ja steht. Die kennen sich, die Bayern-Block steht ja. Die kennen sich ja von Barcelona-Spielen her. Aber Barcelona ist nicht die Nationalmannschaft von Spanien. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Wir müssen versuchen, schnell zu spielen. Wir müssen keine Fetzen machen, wie der Rüdiger mit so Rumlaufen machen. Wir müssen uns hinter konzentrieren. Also ich hoffe nicht, dass Süle spielt oder Schlotterbeck spielt. Die müssen raus, weil die sind Unruheherd in dieser Abwehr schon seit Monaten. Und wenn das nicht klappt, dann wird es schwer für die deutsche Mannschaft. Wenn sie von Anfang an auf das Spielfeld geht, jeder muss auf seinen Mitspieler fokussiert sein, richtig fokussiert sein. Und keine anderen, nur diesen Gegenspieler muss ich ausschalten und dann nach vorne meine Akzente setzen. Das wird ein sehres Spiel, aber ich glaube, wir Deutschen, wenn es drauf ankommt, sind wir meistens da, habe ich gehört. Schauen wir nochmal auf die Argentinier, hoffen wir, dass das so ist, ne? Aber auf die Argentinier gestern, die haben ja gezeigt, wie es geht. Da hat dann aber Lionel Messi in der 64. Minute das erlösende Tor geschossen. Wer ist denn bei uns der Lionel Messi oder wer könnte es sein? Ja, bei der Argentinier war es so, da oben bei Maradona, Hand Gottes hat es geleitet. Ja, bei uns Messi, das ist schwer, dieser Messi, wo bei uns, den gibt es noch nicht. Der wächst langsam ran. Den haben wir in der Mannschaft, der wächst langsam ran, aber ich glaube, wir müssen alle Messi sein. Wir müssen alle Messi sein. Die können ja alle Fußball spielen, die können ja Weltklasse Fußball spielen, aber sie zeigen es zu wenig. Und heute müssen sie es zeigen, heute muss gewonnen werden gegen Spanien, sonst hat der deutsche Fußball allgemein einen schweren Stand. Auch meine Wenigkeit, weil ich ja ständig unterwegs bin mit Integration, Vielfältigkeit und dann in die kleinen Vereine zu gehen und dann deine Philosophie rüberzubringen und sagen, ja, guck mal, wenn deine erste Mannschaft schon so ein Kasper-Kram spielt, was, ne? Also es wäre, sie tun uns keinen Gefallen, wenn sie heute verlieren würden, keinem deutschen Fußballclub einen Gefallen, aber weltweit keinen Gefallen. Also das heißt, der Druck ist da, aber der Druck, ein guter Druck, ein gesunder Druck ist wichtig, ins Spiel zu gehen. Und ich glaube, wir werden heute gewinnen. Es wird eng, aber ich glaube, heute wird gewonnen. Jetzt muss man noch mal den Rückblick wagen auf das Spiel gegen Japan. Da wirkte die Mannschaft ja über weite Strecken so ein bisschen führungslos. Ne? Wenn wir uns zurückerinnern, 2018, der Führungsspieler war damals Toni Kroos. 2014 war das Bastian Schweinsteiger. Wer könnte denn jetzt diese Position übernehmen? Kimmich oder Müller? Wer müsste das machen? Weißt du, ich habe das ja gesagt. Normalerweise, ich bin Trainer gewesen, hat es bei mir in eine Mittelachse gegeben. Das heißt, der Tormann hat hinter die Abwehr. Das ist die Spielungsführer hinter der Abwehr. Im Mittelfeld müsste Kimmich sein und im Sturm Gnabry oder weiß nicht, wie der jetzt erfahrene Spieler. Aber ich werde auf drei Säulen, ich werde nicht ein Spieler, das auf einen Spieler sagen, du bist jetzt unser Führungsspieler, sondern die ganze Reihe von hinten bis vorne müsste alle Führungsspieler sein. Die jungen Leute müssten sich unterordnen an die Älteren und dann schauen wir mal. Es wird schwer, es wird sehr schwer, aber ich glaube, wir werden das Ding heute schauen. Und ich werde auch heute Abend auch nachher bei der nächsten Sendung meine Binde wieder anhaben. Tour-Love-Binde wieder anhaben. Und wenn wir morgen gewonnen haben, werde ich auch mein Deutschland-Trikot anziehen. Und da freue ich mich schon drauf. Ganz kurz dein Tipp, wie geht's aus? Also wie viel? Ich bin jetzt ganz böse. 1-0 nur. Okay, ich sage. Das geht wirklich nur 1-0. Da schließe ich mich an. Ich sage auch 1-0. Jimmy, danke schön. Ich habe zu danken. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.